Ich halte da sehr, sehr viel davon. Einmal, um in der Bevölkerung das Verständnis für die UN zu stärken, denn oft wird die UN ja so als Klatschbude angesehen und das ist meines Erachtens völlig falsch. Und Sie als Multiplikatoren später, denke ich, haben dann auch ein Stück weit die Aufgabe, die wahren Aufgaben der UN, die schwach genug ist, als Organisation auch unter der Bevölkerung weiter zu verbreiten und dadurch auch das Ansehen der UN in der Bevölkerung zu stabilisieren. Denn es gibt keine andere Organisation, die so international operieren kann wie die UN, so viel man an ihr auch aussetzen kann, aber die UN ist so gut wie ihre Mitgliedstaaten. Das habe ich sehr gerne gemacht und dann gibt es noch einen anderen Grund, das ist ein sehr persönlicher Grund. Ich bin Korrespondent gewesen einer öffentlich-rechtlichen Anstalt und wollte damit auch so ein bisschen was, die ja bekanntlich von Gebühren lebt, und wollte damit auch so ein bisschen was zurückgeben. Ich finde, Sie wissen eine ganze Menge und ich bin da sicher, dass das in New York, wenn es dann zur Entscheidung kommt, für Sie alle ausgehen wird. Und ich habe selber, muss ich zugeben, auch eine ganze Menge gelernt. Manches wusste ich gar nicht und will ich jetzt auch nochmal nachgucken, weil man sich so als Reporter mit tagesaktuellen Dingen beschäftigt und manchmal wenig über den Tellerrand hinausblickt. Und das kann ich jetzt mal tun, auch mit Anregungen von hier. Also, ich hoffe, dass Sie was mitgekriegt haben von mir, aber ich habe auf alle Fälle was von euch mitgekriegt. Einfach ganz arg selbstbewusst auftreten. So tun, als wüsste man alles, Sie wissen wahnsinnig viel und dann noch so ein bisschen eine kleine Schippe an Arroganz, das schadet gar nicht, drauflegen, dann wird das mit Sicherheit was. Herzlichen Dank. Dankeschön.